Das ist eine kleine Katastrophe, aber naja. Es wird schon schief gehen. Holy shit, bitte nicht noch mehr. Was geht denn jetzt ab? Das Ding hier ist ausgebrochen. Fuck! Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Tag 35. Und ja, ich habe ja gesagt, wir wollen heute eine Core Suppression angehen und gegebenenfalls einen Speedrun machen. Ich weiß nicht, ob wir das beides vereinen können. Ich weiß auch gar nicht, wie gut es läuft, alle Punkte zu sammeln bis zu Stufe 6, wenn das denn hier auch wieder der Fall ist. Aber ich gehe einfach mal stark davon aus. Ja. Aber wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall das Control-Team abziehen und es durch das Information-Team ersetzen. Beziehungsweise Eugene kommt hier rein. Wir nehmen natürlich einfach die höchsten Employees. Und könnten sogar überlegen, die anderen gegebenenfalls auf den Rest des Teams hier aufzuteilen. Also Odili könnte zum Beispiel auch ins Training-Team hinein. Einfach nur, damit wir eine größere Auswahl haben. Hier runter sollte wahrscheinlich keiner. Wir haben Anthony jetzt auf Level 5. Julian noch nicht ganz. Die muss noch ein bisschen leveln hier unten. Ja, ich weiß nicht. Wir müssen mal schauen. Nox, der kann auf jeden Fall auch hier runter. Weil der kann auch noch ein bisschen Justice leveln da unten. Ich weiß nicht, ob wir noch jemanden haben, der dieses Kriterium erfüllt. Sieht aber für mich erstmal nicht danach aus. Sie müssen auch alle noch etwas Prudence leveln. Und dafür sollten sie eigentlich ins Information Team auch gesteckt werden. Aber wir schauen mal. Dafür kann Robertus hier rüber. Gut, dann schauen wir mal, wie sehr wir damit hier umgehen können. Und schauen mal, was so auf uns wartet. Und schauen mal, ob wir gleichzeitig eine Core Suppression und einen Speedrun machen können. Beginnen, Core Suppression. Ich weiß nicht, ob... Oh. Ja, also da das Information Team nicht vorhanden ist, haben wir keine Informations mehr. Das ergibt ja schon irgendwie Sinn. Aber wir wissen ja trotzdem, was zu tun ist. Ja, wir müssen... Oh Gott. Ich hoffe, wir wissen, was zu tun ist. Wir können hier auf jeden Fall schon mal direkt ein paar Employees aus dem Weg schaffen. Mit einem Schuss. Wir können Mika hier rüber schicken und zum Zug. Ich habe keine Ahnung, wer wo wie was leveln muss. Das ist ehrlich gesagt eine Katastrophe. Aber naja, instant auf... Das hier ist Michaela, ich kann sie noch so grob erkennen an der Ausrüstung, ne? Ja, mach mal hier einen Instinct und geh mal hier ein bisschen rein. Wir schicken hier wen mit Repression rein, das ist eigentlich völlig egal, wer das macht. Ich glaube, wir müssen uns in erster Linie auf die Departments hier unten konzentrieren, weil da habe ich ein bisschen besseren Überblick, was so abgeht. Wen habe ich denn hier unten reingesteckt? Wer sollte hier unten leveln? Das müsste doch Angst hier gewesen sein. Das heißt, ihn darf ich gar nicht hier rüber schicken. Oder? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon. Und hier macht einfach mal eine Repression. Gregory. Das schaffst du schon. Das ist eine kleine Katastrophe. Aber naja. Es wird schon schief gehen. Wie immer. Das andere Problem ist, wir wissen jetzt auch nicht, welche Abnormalities kommen, also glaube ich, also Ordeals. Das könnte sich eventuell auch als Problem darstellen, aber wir müssen, naja, wir müssen schauen. Oh Gott, hier ist jemand durchgedreht, ich weiß nicht warum, aber dafür haben wir ja diese Healing Bullets. Können wir auch direkt mal ausprobieren, ob die funktionieren. Nein, gut, das ist wunderschön. Das heißt, Leute mit weißem Schaden, schnappt sie euch mal. Bitte bringen dich nicht um, ja? Es wird alles gut. Es ist alles gut geworden. Ja, wir haben keine Möglichkeit, irgendwelche Informationen zu bekommen. Es ist wunderschön. Holy smokes! What? Ach so, ja! Ich vergaß, wir hatten noch nicht zu wenig Informationen. Erstmal hier mehr Leute aus dem Welfare-Team erschießen. Ach du Kacke. Ja. Sorry für die Pixel-Show, aber ich sehe leider auch nicht mehr.
Wir wollen den Tag auf jeden Fall schnell zu Ende bringen. Und wir haben hier eine... Gregory, du schaffst das, oder? Gregory, wo bist du denn überhaupt? Hier, ich kann dich einmal ein bisschen hochheilen. Ika benutzt den Zug, da ist alles gut. Wir können hier oben einen Instinkt ausführen. Ach du meine Güte, wir dürfen nicht zur Schadenfreude gucken, aber das sollte sich gleich auch geklärt haben. Punishing Bird rennt durch die Gegend. Haben wir noch irgendwo einen Meltdown, ist die Frage. Ja, beim Zug, aber das klärt sich ja jetzt. Ich glaube ansonsten nicht, ne? Und hier oben noch ein Attachment ausführen, warum nicht? Hm. Ich sehe überhaupt kein Problem hier. Ja. Es wäre nur echt schön zu wissen, wie viele Punkte wir hier noch für irgendwas brauchen. Es kommt gleich anscheinend the perfect food. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall mal die letzten Employees hier exekuten, bevor die sich verwandeln oder sterben. Auf andere Weise. Ja komm, nehmen wir den auch noch mit. Scheiß was drauf. So, Dia, du kannst dich hier oben drum kümmern und ihr anderen könnt euch eigentlich auch um alles kümmern. Das schafft ihr wohl hoffentlich. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Mika, du suppressst das schon, aber Mika, du benutzt mal lieber das Ding hier. Die anderen können sich hier drum kümmern. Ah, ja, ja, erstmal herausfinden, wo die Viecher überhaupt sind. Ich sehe ja nichts. Und dann die ganzen Employees hier vielleicht noch ein bisschen beschützen, dass nicht so viele sterben. Wenn irgendwo denn noch welche sind, die Schaden nehmen könnten. Also Leben habe ich keine Ahnung, wie viel hier irgendwer hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, könntest du dich mal bitte noch um das letzte Ding da kümmern, ja? Wäre nett, wenn du dich da nicht so anstellen würdest und einfach... Ja, genau das... Ich hoffe, das Ganze wird hier nicht noch schlimmer. Aber erstmal sieht es ganz gut aus. Als nächstes kommt ein Meltdown wieder. Ich beschränke mich weiterhin hier auf die Normalities, die wir kennen und lieben. Die nicht so gefährlich werden können. Und natürlich die viele Punkte sammeln. Ganz wichtig, weil wir wollen ja, wir müssen vor dem sechsten Ding da fertig sein. Wobei ich weiß nicht, ob wir davor fertig sein müssen, aber es könnte sehr gut sein. Der Vorteil ist, wenn man sehr nah ranzoomt, kann man immerhin ein bisschen was erkennen. Holy shit, bitte nicht noch mehr. Was geht denn jetzt ab? Es kommt auf jeden Fall gleich wieder blaues Nun, was mir nicht gefällt. Und jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Habe ich eigentlich drei Leute getötet? Anscheinend, dem Dings geht's ganz gut. Dann müssen wir jetzt nochmal drei töten. Dich. Und hier noch mehr. Ja, du und du. Okay, es kommt gleich wieder blaues Nun, was mir nicht ganz so gut gefällt, weil mit dieser Sicht wird das vielleicht ein bisschen problematisch. Weil das macht ja doch dann ganz schön viel Schaden. Aber wir schauen einfach mal. Ich sehe fast gar nichts mehr, ey. Ach, und wir haben ja auch einen Meltdown. Sehr schön, hier drüben zum Beispiel. Paulinus, kümmere dich doch mal darum. Wo haben wir noch einen Meltdown? Hier unten, da ist schon einer auf dem Weg. Wenn ich das richtig erkannt habe, fünf Stück. Hier drüben ist einer. Ja, das sollte aber mal lieber Gregory machen. Das heißt, rüber geht einfach mal. Ich weiß nicht, wer das ist. Viel Erfolg. Hier oben geht die ja auch schon auf dem Weg. Damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ist richtig, ne? Ja. Ich hoffe, das war die Zahl. Ansonsten gucke ich hier oben nochmal. Hier sieht es aber nicht danach aus. Ich glaube, die Zahl war eine 5. Sieht ganz gut aus. Ich sehe ansonsten auch nirgendwo, wo noch ein Meltdown wäre, den ich jetzt nicht schon behandelt hätte. Also um die Punkte brauchen wir uns jetzt, glaube ich, keine Gedanken mehr machen. Wir müssen uns jetzt nur Sorgen um Nun machen. Und wie immer um solche Sachen wie der Zug natürlich. Das Ding hier ist ausgebrochen. Fuck! Und ich habe keine Info darüber erhalten. Der Vorteil ist, das wird bestimmt die Sweeper töten. Der Nachteil ist, dass wahrscheinlich jetzt gleich das Ding hier unten ausbrechen wird.
Und wir sollen es ja von Leichen fernhalten, also werde ich mal alle Viecher hier im Dings töten. Es tut mir leid, Random Employees, aber es ist nun mal so, wie es ist. Wenn hier noch mehr von euch sind, müssen sie auch leiden. Leider leiden. Ich glaube, das waren aber alle. Also hier können auf jeden Fall in dem Department schon mal keine mehr sterben. Ich glaube, das Ding kann aber nur in so Zwischengänge rumlaufen. Das ist der Vorteil. Das heißt, wir müssen einfach nur gucken. Wir haben, glaube ich, gerade nirgendwo einen Employee irgendwo drin, ne? Sieht jedenfalls nicht danach aus. Ja gut, das heißt, dir, geh noch mal hier rüber und mach hier was. Mika, geh am besten mal hier rüber. Du bist jetzt erstmal nicht Zugbeauftragte, bis das Ding da aus dem Weg geräumt ist. Was nicht passieren wird, aber naja. Das rennt ja immer bis zum Ende des Ganges und geht dann woanders hin. So, und jetzt gucken wir mal, wo es jetzt ist. Es ist hier, das ist perfekt, da störst du niemanden. Gut, dann wollen wir hier eine Repression ausführen, glaube ich. Wobei, wir wollen gerade gar nichts ausführen, weil wahrscheinlich Random Employees sterben und das Ding gleich angepisst sein wird. Wir wollen hier eine Repression bei Schadenfreude ausführen. Und hier bei Asuka ein Attachment. Dann können wir noch wen hochschicken zum Big Bird. Alles während das andere Ding gerade unterwegs ist. Und hier könnten wir auch nochmal jemanden runterschicken. Wir wollen gerade erstmal nur den Cliff of Counter nach oben treiben. Also nicht den Counter, sondern den, ihr wisst schon, was ich meine. Hier benutzt mal irgendwer von euch den Zug. Da sind die Sweepers. Die müssen wir jetzt auch erstmal finden. Hier sind auf jeden Fall welche. Könnt ihr euch einmal drum kümmern, wo ist das Vieh, wie lange braucht das noch? Das braucht noch eine gewisse Zeit. Das Safety-Team kann sich auch um ihre kümmern. Sind hier irgendwo welche? Ich sehe gerade keine. Das Ding hat auch einen Cliff of Counter von 2, das heißt, es dürfen insgesamt 20 Employees sterben. Und wenn wir jetzt welche durch Execution Bullets umbringen, sind es auch nicht mehr so viele, die sterben können. 1, 2, 3. Und euch einfach auch noch, so viele wie ihr halt gerade können. Sind hier eigentlich Sweepers? Irgendwo? Ich sehe, glaube ich, gerade keine. Haben wir hier irgendwo welche? Also hier hatten wir, glaube ich, welche im Discipline. Ne, wir hatten hier welche. Und hier habe ich auch schon welche hingeschickt. Ne, ja. Das ist echt grausam, mit dieser Sicht hier den Überblick zu behalten. Hier unten sind halt welche, aber die stören mich eigentlich nicht. Und hier oben sind welche. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft. Vielleicht zusammen mit dem Training-Team. Aber das Training-Team, nee, das hat keine eigenen, ne? Zumindest keine, die ich gerade sehe. Okay. Dann... Das müsste das Training-Team sein, ne? Macht ihr euch doch mal auf den Weg. Die kommen hier anscheinend sowieso rein. Das heißt, ihr kriegt schon mal... Du kriegst eine schwarze Bullet. Und ihr hier oben auch. Eine Execution Bullet bitte. Schwarze Bullet hier. Und hier. Und hier unten am besten auch eine. Irgendwer gestorben? Glaub nicht. Aber warum sind hier so viele... Sind das die vom Information Team? Gott, ey. Das ist das Central Command Team. Stürzt euch mal bitte auch noch da drauf, wenn ihr könnt. Und das andere... Die anderen vom Central Command Team bitte auch. Und du kriegst hier nochmal eine Bullet. Und du auch, weil ich sehe hier einfach gar nichts. Warum meißt sich hier keiner drauf? Central Command Team, wo seid ihr denn? Frank, warum geht es wieder ab? Holy shit. Ich habe keine Bullets mehr. Wer hat hier so wenig Leben? Du lauf mal bitte. Oh Gott, du hast so wenig Leben. Das heißt, du solltest laufen. Und du
versuch das mal noch zu tanken. Das waren die Sweepers, das ist schon mal sehr gut. Jetzt alle zurück zu eurer Position. Ist irgendwer gestorben? Ich würde es ja sonst nicht sehen, weil ich keine Informationen darüber erhalte. Ja, hier ist jemand tot. Das ist Christopher. Christopher, ich glaube, auf dich müssen wir leider verzichten. Alle anderen haben nämlich überlebt. Und da ist dieses Ding. Ja gut. Wir müssen jetzt nur noch den Clifford-Counter hochtreiben. Einer von euch geht mal hier hin. Wer ist noch da, um zu pressen? Warum? Paulinus, wo bist du? Ich würde gerne wissen, wo Paulinus hin ist. Ich habe keine Ahnung, wo Paulinus ist. Ist er hier? Was zur Hölle bist du am Suppressen, Paulinus? Schadenfreude ist ausgebrochen. Oh. Ja gut, da könnt ihr euch mal drum kümmern. Wahrscheinlich habe ich da zwischendurch hingeguckt, aber dann gucke ich da jetzt einfach nicht hin. Das ist dann ansonsten aber auch kein Problem. Hier kann Zucker hin. Hier zur Wespe kann wieder wer hin und hier oben auch. Wir müssen hier den Cliff of Counter sowieso ein bisschen in die Höhe treiben, bevor Big Bird ausbricht, aber das sollte auch kein Problem sein. Und ansonsten könnt ihr einfach überall rein, weil wir müssen nur Cliff of Counter in die Höhe treiben. Das sollte eigentlich für euch ja kein Problem sein, solange kein komisches Vieh da in der Nähe ist. So, das Ding verschwindet jetzt. Wir müssen unbedingt darauf achten, wo es hin ist. Aber das klingt ganz so, als wäre es hier oben irgendwo ja da. Einfach meine Execution Bullet auf. Achso, wir haben keine Bullets mehr. Naja. Oh Gott, das könnte hier sehr schlechtes Timing sein. Du geh hier rüber. Lass dich davon nicht ablenken. Hört einfach noch ein paar Sachen aus. Und da haben wir es doch geschafft. Wir haben einen Toten, das ist aber nur Christopher. Der hat aber immerhin nichts Besonderes angelegt. Und das nehme ich auch mal so mit, weil ich glaube, die Quest müssten wir trotzdem abgeschlossen haben mit dem Durchrushen. Will ich jedenfalls hoffen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Weil wir haben ja vorher nichts gesehen. Porcubus, ich hatte übrigens mal geguckt, was das ist. Das ist diese komische Pflanze, aber da wir die schon kennen, können wir das hier eher nehmen. Now you become the sky and I the land. Whatever. I heard about Elijah. I'm sorry. I guess no everyone should know that there are consequences to forcefully entering a laboratory with restricted access. Also, you were very careless not to put the supply room key back in its proper place. You may think I'm being too strict, but I can't help it. I'm not saying anything false. We should set up time for when keys must be returned to prevent people like you from causing this again. Dot dot dot. I wore this to prevent chemicals from splashing on my body. Don't worry, I'm just a little tired. No need to show concern. I'll go prepare for the upcoming experiment. Wounds have a way of revealing themselves even for those who wish to keep them concealed. For Gabriel, it was the change in his clothes. Maybe it was easier on his mind to conclude that Elijah's death was caused by a violation of the rules. He tried harder to stick to his principles, he tried to maintain his objectivity. But perhaps his excessive rationality is what destroyed him. His earnest hope to not see anyone else die couldn't reach me. No, there's no point in lying anymore. I pretended that I didn't hear his desperate cry. Dot dot dot. There's no need to ask if I'm doing all right. I heard about what you and I did yesterday. I felt like it was the first time I lost myself. It was not quite pleasant, but it was not as terrible as I expected it to be either. Rather, I feel relieved. Not to say that all the hatred that surrounds me has completely washed away. I'll still see the rotting hallucination, and sometimes I'll feel disgusted and have an unbearable anger towards you. However, if there is one aspect that has changed, it's that I can be in as much despair as I want to now. Someday a hope will painfully grow out of the rotten wound. What you gave us to us was a seed of hope.
It seems that you are also on the way to embracing your painful past. It's always the beginning that's difficult. And your outfit still isn't up to the company standard. I suppose I shouldn't seriously consider having penalty points apply even to the manager. Germination of the seed of light, 40%. The rationality to maintain discretion. It's nice to see you again, eh? I hope you enjoyed your trip. Did you know that a lot has been happening while you've been gone? Honestly, it wasn't so hard to keep the company running while you were absent. If you happen to have any questions, feel free to ask them. I will answer them without hesitation. How many cycles have we gone through so far? Moving forward, what's going to happen? Yeah, I glaube, das moving forward, what's going to happen? There are still numerous tasks you must do. Things that no one else can. Oh, ich kann alle fragen. How many cycles have we gone through so far? How many times have you repeated the script before? It's natural for you to be curious, but numbers are of little importance to us. Let's just say that number is far too vast to ruminate on. What's happening outside? The head of the eye still watch us through their arbiters and gazers. The wings are still flapping towards their sun, not realizing their feathers are of wax. Our other company branches still provide a steady supply of energy without any major incident so far. In the back streets, the likes of sweepers and fixers live out their lives tangled in vomit and waste, unraveling their sickening tales. Those who live in the outskirts are still crying out to break into the city. Meanwhile, those within the city are throwing their lives away just to be part of the wings. Yes, the world hasn't changed at all since you left, peaceful as ever. Once in a while, when I take a moment to look outside, the world still remains so stagnant and unchanged. It's as if the flow of time here were futile for naught, even impatience wanes away. Unfortunately, we don't have much time left. The sands of the hourglass will begin flowing to the bottom soon. A countdown. As you have already experienced, there have been many countdowns in our world. Spurred for both destruction and new beginnings. It seems I tend to smile more frequently during these moments. Oh yes, let's just say this smile is because I'm so happy to see you again. There are still things you haven't realized yet. Let me give you a little hint. For what reasons did you go through all the trouble of making this monstrous and horrifying prison? In time, I hope you will be able to find answer to that on your own. I cannot help you with it, otherwise this place would lose its meaning as a prison. Soon you will meet with the Sephiroth of the lower layer. Those who play a crucial role in the headquarters of Lobotomy Corporation. I don't think you need any sort of explanation regarding them. However, let's make one thing clear. They truly have missed you while you were gone. Lisa. I wanna go home. Sister, we... Und Enoch. Sister, we probably aren't going to go back to our old house anymore. Try to think of this place as our new home. How can you even call this place home? It's too different from our real home and there's no mom. Well, what if we said Carmen was our new mom then? No, this isn't the same at all. Let me go home, please. Gott, jetzt gehen die in Meltdown oder was? Enoch, why do you keep trying to participate in those weird experiments? You know we don't have to. Besides, Cam told us that we didn't have to worry about anything here too. Of course it'd be really fun to spend time with you here, without a care in the world. Sometimes I imagine a future like that. It would be a very happy one. But how would we be able to find meaning in our lives there? There are children abandoned in our outskirts who are dying every day. We were only able to live on thanks to an unexpected turn of events. Setting for simple comfort is this place, is not what I was born to do.
And it shouldn't be... And it should be either. Your words are too hard for me. Why do you have so many thoughts on your mind? They say too much thinking might make you a weird person. You know, Lisa, I think I've always been sad. I never loved my own life for even a second. How nice would it be to live in a happy world next time? Enoch, are you hurt? No, it doesn't hurt one bit. Please don't be sad. I know something good will happen next time. It seems you were awake. We are in Lobotomy Corporation and I'm the one who woke you up. The both of you are Tifereth. You will be working as my assistants, helping me with amazing work from here on out. Why do we have the same name? Because there's no point in distinguishing between you two. Hi, nice to meet you, Tifereth. I keep making silly mistakes, Tifereth. Don't worry, I'll help you. I'm sure you'll be fine on your own pretty soon. We made it so far. The other Sephiroth wouldn't have dreamed of working this fast. We might even be better partners than we thought. Yeah, I think so too. Wonder why do we exist here? Why do you worry about that? We're part of the Central Command Department and we're sitting on a mountain of work to do. We just need to focus on the task at hand. We are radically different from normal machines. I think about you and you think about me. We both ponder about things, feel pain and recognize our existence. There must be some reason for it. Be careful, Tifereth. If Miss Angela finds out you're wondering about things like that, she won't be happy about it. Lady Angela, what will happen to Tifereth? Apart from the fact that his condition is abnormal, his excessive questioning will affect the manager's duties as well. Since this behavior is unacceptable under any circumstances, I'll have to reset him to the default status now. Don't worry, you'll be alright. You are simply going back to your first day at the company. But Lady Angela, Tifereth has spent so much time with me. You're really starting to act like a child now, Tifereth. Why don't you say your goodbyes then? Though you two will meet again soon anyway. Tifereth, I'm sorry, Tifereth. Why are you crying, Tifereth? I'm sorry, I couldn't do anything for you. Please don't be sad. I know something good will happen next time. Yeah. You're here. Sometimes I spend my time here. It makes me think about a lot of things. Tifereth always looked at the world one step ahead of me. He was seeing his own world that I will never come to know. We were always next to each other, but in reality we were never truly together. Do you know that feeling of missing someone even though they are standing right beside you? I don't care at all about the meaning of or purpose of existing that Tifereth talked about. I just wanted the two of us to happily stay here together, that was all. But this place won't allow us to have even that small luxury. There are countless of Tifereth's dead bodies piled up here, can't you see? I'm standing here stepping on their remains, trampling over all the memories, reminiscences and time that I spent with Tifereth. I'm standing on top of it right now, but I still don't get it. I still can't reach the world Tifereth saw. I sing the song of our hometown and mourn for Tifereth even though this will never reach him. Care to join me? Tifereth, what are you doing here? Just reminiscing on old memories. What memories? The good old days when we were together. Yeah, right, we had lots of fun together. Come back to me soon, Tifereth. I'll be reading the rest of the report. I will. You can replace the machine and transfer the key memories all you want, but that still won't bring back the Tifereth I knew. Does that really matter though, Tifereth?
Teethwraith will continue to smile at you, and he'll spend time with you just like before. Kindly refrain from bringing up such wasteful matters, Teethwraith. It's completely meaningless here. Meine Güte, so viel Story. I don't really like you. The new manager would always have some kind of influence on Teethwraith, and that would eventually lead to yet another breakdown. It will be the same time and time again. We will discard Teethwraith again and again, and he will stray further and further from what he used to be. What I'm scared of most is seeing Teethwraith burn to a husk, worn down from all those overloads and resets. For now, he can at least look normal and talk with me, pretending to feel nostalgia for the old memories that were forcefully added back. But he's been getting more and more unstable. As a matter of fact, we're basically pumping electricity into a machine that's already teetering to keep it running. You can make as many copies as you want of this body, but he only has one soul. His one and only soul, and look what we've done to it! You, let me ask you a favor. You've been good at doing favors for me so far. You should be able to manage this one. Could you get rid of Teethwraith permanently? Angela would say that there's a reason for the two of us working here together. She'd say that we are two, yet one. I can handle the central command department all by myself. I proved myself a long time ago. Please let Teethwraith rest in peace, as if I were alone from the beginning, before it gets any worse. I can't respond. Why aren't you saying anything? In fact, Lady Angela doesn't care about us at all. Whether there's one Teethwraith or two, whether one just became a moving piece of useless crap for whatever reason, or if one were overloaded and dumped on top of countless other discarded Teethwraith, left to melt in the storage, she wouldn't care. But you're different. You're supposed to be different. There were many abandoned children in the outskirts. These children were one of the many end results of the countless conflicts among the wings within the city. Aside from disease and hunger, the most frightening enemy for the children were the ones referred to as the sweepers. The sweepers usually preyed upon the children, but sometimes they would accompany them. Both were worst-case scenarios for the children. One fixer of ours was exploring the outskirts and came across those children. We could easily guess why she bothered to report her findings to us. We also figured that she had spent quite a bit of time agonizing over whether to report it or not. Carmen personally asked her to bring the children here. Take two children into the city from the outskirts required an extremely complicated procedure, but no one complained. The two children didn't look like siblings, but they depended on each other even more so than siblings by blood do. The girl was easily frightened and wouldn't open up very much to us. However, the boy started to show interest in our experiment. I saw it in his eyes. He had already seen and experienced so much. He had already seen and experienced so much of this world's despair and misfortune, his eyes no longer looked like those of a child. "Please allow me to participate in the experiment," he said. Hartman spent so many nights thinking about his earnest request. Then finally we approved his participation. Where did we want to go while holding a child's hand? You should have been the one to die. Yeah, I should have died. Lisa's vicious numbling likely had no weight to it, but I knew one thing. I knew Carmen's answer was sincere. Ever since that day, her wound quietly deepened. Manifestation of Cleva due to Sephira breakdown, suppression of Sephira's core required. Oh Gott, wir haben hier unten neue Teams. Extraction Team oder Record Team? I don't know. Ich weiß nicht, was die Boni von den beiden Teams sind. Wir gehen erstmal ins Record Team. Good morning. Here is where the record department will situated, if you decide to open it. In this place we record and control everything. Okay. Aha,
Hazard synchronization completed. 25% increase in unique PE boxes gains from abnormalities. Nice. Yeah, the department in which the suppression took place will no longer be influenced by Cleave of Meltdown. Ja gut, das bringt uns nicht so viel, aber naja. Memory repository imprinted. Day 36. Wir haben jetzt aber so viel Story, dass ich ehrlich gesagt nicht noch einen Tag angehen möchte. Hier über diese Abnormality wissen wir nichts, es ist aber eine WAW-Abnormality und wir haben halt ein neues Team, das Leute benötigt. Aber wir müssen erstmal wieder das Information-Team hier aufstocken. Zack, zack, zack. Und ich würde mal einfach behaupten, wir haben ja auch einen Toten, wir müssen wahrscheinlich ein paar Leute heiern. Wir gucken erstmal, was hier so abgeht. Die Singing Machine, die ignorieren wir ja komplett und da wird sich auch nie etwas dran ändern. Hier haben wir alles drüber herausgefunden, was wir wollen und sonst was. Es ist halt nur doof, da Leute reinzuschicken. Wir können mal gucken, haben wir hier genug, wir haben hier genug Punkte, um jetzt die Waffe zu manufacturen. Das machen wir auf jeden Fall auch mal. Und haben wir sonst noch irgendwas Neues? Hier können wir nichts machen. Ja, Nox. Nox, wie sieht's mit dir aus? Du brauchst auf jeden Fall... Warum bist du eigentlich durchgedreht, als ich dich hier hingeschickt habe? Wahrscheinlich einfach, weil du zu viel Schaden bekommen hast, ne? Ja, das müssen wir fixen. Aber Nox ist auch nicht Level 5, dass er die eine Rüstung anziehen kann. Aber da schauen wir mal. Das kann ja eventuell auch Julian übernehmen. Julian könnte eigentlich hier hoch noch ein bisschen Attachment leveln. Und Gregory oder Anthony, ich glaube Anthony, stecken wir mal in das Team hier unten hinein. Und dafür kann dahin... Ruby bräuchte noch ein bisschen... Ja, Ruby braucht noch ein bisschen... von Prudence. Die kann hier dann noch ein bisschen leveln. Wie sieht's mit Eugene aus? Eugene kann jetzt hier runter. Und Eugene kann hier unten Attachment und Repression leveln. Ja, was machen wir mit unseren anderen hier? Du musst auch noch ein bisschen Prudence leveln, Marinelle. Und Olive muss alles leveln. Was irgendwie ein bisschen kacke ist. Da weiß ich nicht, wo das angebracht wäre. Wahrscheinlich eher im Safety-Team. Aber im Safety-Team haben wir auch Leute, die alles leveln müssen. I don't know. Robertus gehen wir erstmal wieder ins Control-Team. Olive stecken wir hier rein. Und Noah kommt auch einfach nach hier oben. Und dann müssen wir noch zwei Employees feiern, mindestens. Aber die werden ja zum Glück in allem Level 3 sein. Für nur jeweils einen Lowpoint. Und ihr kommt dann auch einfach mal hier oben rein. Ihr müsst dann auch noch ausgerüstet werden. Aber das machen wir bei Zeiten. Ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt hier Conditions not met. Must be past day 37. Okay, dann haben wir das ja rechtzeitig abgeschlossen. Das ist ja dann morgen. Ja, das können wir mal gucken, ob wir das angehen. Je nachdem, was wir für eine neue Abnormality am nächsten Tag bekommen. Und je nachdem, wie schnell wir etwas über die hier herausfinden. Und wir hier noch? Hier können wir noch die Escape Informations anlocken. Und dadurch die Success Rate erhöhen, was auch sehr wichtig ist. Ja, die Sachen wollen wir auf jeden Fall. Der Hammer ist irgendwie... Gut, er greift fast an. Das ist im Endeffekt ein besserer Hammer als hier von... Keine Ahnung, ich glaube, das Schaf gibt auch einen Hammer, oder? Nee. Wer gibt denn einen Hammer? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat doch so einen fetten Hammer auch gegeben. Ich glaube, das Big Bird auch, oder? Ja. Ich meine, das macht mehr Schaden, aber das greift halt slow an. Aber ich weiß, wir haben von irgendeiner Abnormality so einen richtig fetten Hammer. Ich glaube, die Abnormality haben wir nur gerade überhaupt nicht da. Das aber slow angreift und genauso viel Schaden macht. Also ist das schon gerechtfertigt. Und die Rüstung ist halt auch richtig gut. Ich glaube, wir gehen da auch zuerst für die Rüstung. Und ja. Der Schwarz ist halt auch gut, dass das Schwarz einen Schaden macht. Ja gut. Machen wir ja erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomy Corporation. Bis dahin. Bye, bye.